Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem MineKings Kanal. Ja, ihr werdet dieses Video auf beiden Kanälen finden, ne? Ja, hallo auf jeden Fall. Ihr werdet das Video auf beiden Kanälen finden, Leute, auf beiden Sichten, ne? Und ich werde mich währenddessen, ich koche mich muten, ne? Alter. Folgendes Projekt. Wir sind gerade im Cooking Simulator und wir werden jetzt gleich das so machen. Wir werden gleich eine Tomatensuppe kochen auf Zeit. Wir haben, ich würde sagen, für die Tomatensuppe 15 Minuten Zeit. Ach, okay. Nee, 10 Minuten. Nee, das ist doch viel zu viel, Alter. Ja, nicht mal das. Zeit. 7. Und wir machen 10 Minuten, weißt du? Erstmal auf entspannt mäßig. Soll ja auch gut werden. Machen eine Tomatensuppe, da haben wir 10 Minuten Zeit für. Wenn ich habe einen 10 Minuten Timer hier am Handy. Wenn der klingelt, entmute ich mich. Mikey und ich müssen beide in dem Moment, egal was ist, das Gericht abgeben. Also wenn wir noch die noch im Topf ist, müssen wir die auf den Teller machen und abgeben, egal was ist. Und dann gucken wir nach, wer da mehr Sterne drauf bekommen hat. Oh, Scheiße. Und danach machen wir als zweites Gericht gebratene Knoblauchgarnelen. Das ist dann das Gericht hier, das tun wir dann auswählen. Dafür haben wir nochmal eine Viertelstunde Zeit, für, also 15 Minuten. Und dann müssen wir auch nach den 15 Minuten das Gericht abgeben, egal wie es ist. Und ja, dann wird geguckt, wer mehr Sterne drauf bekommen hat auf das ganze Gericht. Also auf einmal Geschmack ist es, glaube ich, Geschmack, dann Zubereitung und, glaube ich, nochmal Zeit oder so, keine Ahnung. Und insgesamt, wer da mehr Sterne drauf hat, hat gewonnen, oder? Ja. Und ich würde sagen, wir drücken, ich zähle jetzt gleich einen Timer runter von 3, 2, 1. Warte, mit der Maus auf Tomatensuppe? Ja. Weil ich sag 3, 2, 1, 0 und wenn ich 0 sage, tust du auf Tomatensuppe draufdrücken und dann starte ich auf den Timer direkt. Okay. Okay. Warte, also wir müssen zuerst muten, okay. Nachdem ich den Timer Achso, ja, hab, ja, ich müte mich schon jetzt. Okay, warte. 3, 2, 1, 0. Zack. Bestellt, Leute. Bestellt, bestellt. Oh Gott, man muss ja noch auf Bestellen drauf. Stopp. Hast du schon gestartet? Ja, natürlich. Ja, wenn ich da drauf drücke, ist dann mir dann erstmal dieses Rezept ist, aber ich kann nicht auf Bestellen drücken. Ja, du musst auf die Bestellung drücken, unten auf den grünen Tasten halt. Hab ich ja. Bei mir passiert aber nichts. Kann ich das nochmal abwählen jetzt? Dann? Ah ja, ja, Game Live starten, ob das. Nee, man kann es einfach wegmachen, okay. Okay. Hä, ich geh jetzt nochmal auf Bestellen. So los. Ah, jetzt, ja klar, jetzt hat's funktioniert. Warte, ich muss es kurz wegmachen. Du Amateur. Ja, Digga, ich muss den Timer kurz neu starten. Ich hab das noch nie gemacht, Hilfe. Okay, nochmal selbes Spiel mit 3, 2, 1, 0, ne? Okay. 3, ja. 2, 1, 0. Katsching, Alter. Und Start. Und. So. Bestellt, ich habe mich gemutet, er auch instant, okay, das ist relativ praktisch. Okay, Leute, wir werden besser sein, wir werden ihm beweisen, dass wir besser sind. Wir machen als erstes, wir machen jetzt hier ein bisschen Stress, Alter. Wir machen als erstes Hühnerbouillon. Wo ist Hühnerbouillon? Bruder, ist die im Kühlschrank? Komm schon, mach jetzt hin, hier, Hühnerbouillon, komm. Los, raus, wir haben nicht so lange Zeit, wir haben Zeit, 10 Minuten eigentlich, wollte ich auch, scheiße, jetzt ist die... Ihr seht auch ein bisschen Halloween, ich weiß nicht wieso eigentlich, weil es... Ich kann nicht, ich muss schnell machen, okay. 700 Milliliter Bouillon. Wahrscheinlich in den Topf, oder? Zu einem Topf hinzufügen. Wo ist ein Topf? Wir brauchen einen Topf. Wo ist ein Topf? Ist hier ein Topf? Digga, wo sind hier Töpfe? Ach so, hier. Wir sind ein bisschen gestresst. Hier fliegt auch ein Flugzeug-Helikopter vorbei. 700 Milliliter in den Topf. Oh, vielleicht nicht so schnell, sonst passiert uns nochmal, Leute. 700. Okay, 705, das geht rein. Okay, was brauchen wir noch? Salz, 12 Gramm. Kann man nicht sprinten? Nee, okay, das ist relativ nervig. Jetzt können wir hier natürlich relativ viel Zeit sparen, wenn wir das hier immer das Richtige gerade finden. Aber das ist ein bisschen tricky, Alter. Egal. Nein, ich habe 13 Gramm reingemacht. Ach, scheiße. Okay, Cayenne, Pulver, Pfeffer, Dings, Alter. Brauchen wir jetzt auch mal. Cayenne, Pfefferpulver, oder war das? Oh, jetzt ist noch runtergefallen, ey. Cayenne, Pfefferpulver, okay. 6 Gramm, das kommt jetzt auch hier rein. Okay, richtig. Wichtig und richtig. Schwarzer Pfeffer. Oh, scheiße, falsch, warte mal. Wo ist denn die schwarze Pfeffer? Hier, okay. Ich würde echt gerade gerne sehen, wie weit das Red ist. Bei mir läuft zum Glück alles. Warte, wie viel muss da rein? 18 Gramm, okay. Hauptsache, ich gucke extra noch nach für 12 Gramm und dann mache ich 13 rein. Egal, wir müssen jetzt ein bisschen Stress. Wir haben hier, ja. Mann, aber das sind so unnötige Punkte, die ich jetzt vergebe. Okay, wir brauchen Tomaten. Ich glaube, fast ein Kilo Tomaten. 9, ja, das passt. Ich glaube, das sind genug. Ja, Tomate 960 Gramm. Oh nein, sind ein paar daneben. Warte kurz. Zack. Wie viel sind da jetzt drin? Tomate, okay, noch nicht genug. Sind jetzt genug? Nee, okay, diese eine hier muss noch rein. Komm schon, wir haben keine Zeit, danke. Okay. Ja, perfekt. Okay, jetzt noch 120 Gramm Zwiebeln. Ich glaube, das ist eine Zwiebel, oder? Oder? Digga, ich bin gerade so erschrocken auf diesem Kessel, ey. Okay, Zwiebeln. Ja, eine Zwiebel, okay. Ah, die ist schon geschält, praktisch. Okay, ja, da rein da.
Sollte man mal in Real Life nachkochen, irgendwie Cooking Simulator Rezept. Okay, 60 Sekunden lang kochen. Wir machen uns hier den Timer direkt ready, Alter. So, Mission, okay. Muss man das nicht noch, okay, wir holen erstmal saure Sahne. Saure Sahne, die ist die auch hier drin wahrscheinlich, ne? Ne, das ist Kokosmilch, Milch. Was ist denn saure Sahne? Wer hat denn saure Sahne? Scheiße, wo, also, honestly, wo ist die? Bin ich behindert? Okay, wir holen hier erstmal einen Teller. Suppenteller Basic. Aber wir wollen eigentlich nicht Basic, oder? Das muss doch auch etwas schön sein. Ja, wir haben hier nichts anderes. Egal, muss jetzt das hier sein. Dann hier auf dieses Teller. Okay. Tomaten sind schon fast warm. Die Zwiebel komischerweise irgendwie überhaupt nicht. Nein, das hat nicht funktioniert mit dieser Zwiebel. Och nein. Wieso hat das mit der Zwiebel nicht funktioniert? Wieso hat das denn mit der Zwiebel nicht funktioniert? Ja, egal. Mischen. Das Ganze müssen wir jetzt mischen. Aber da brauchen wir doch safe einen Mixer jetzt hier. Wir hätten hier so ein Mixgerät. Scheiße, gibt es ja auch einen Stabmixer? Oh nein. Ich muss jetzt hier einen Stabmixer kaufen. Mixer hier. Oh Gott. Also das muss man ja safe mixen, sonst ist es ja keine Tomatensuppe. Och nein, Alter. Okay, wir könnten jetzt... Ach scheiße, sollen wir neu anfangen? Weil wir haben verkackt. Wir müssen neu anfangen, so. So, scheiße. Okay, jetzt muss es schnell gehen, Leute. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Sachen hier. Okay, diesmal muss es aber genau kommen. Okay, und jetzt genau 700 Milliliter wäre halt eigentlich so perfekt, Alter. Oh, 1 Milliliter. Oh, perfekt, Alter. Let's go, okay. Okay, Salz und... Ah, wir haben ja schon alles eigentlich vorne, ne? Was wir brauchen? Ne, Tomaten noch nicht. Ich nehm erstmal eine Zwiebel mit, okay. So, okay. Scheiße, ey, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, dass Red macht jetzt nicht Auge und sagt, ja, jetzt haben wir weniger lang Zeit. Ich hab's ausgekippt, das ist doch ein Scherz, Mann. Alter, wie Chaos. 600? 720? 800? Was habe ich gesagt? 720 und 800? Ja, das sollte passen. Nein, das muss ich hier nochmal... Och, Mann. Oder? Ja, da ist kein Hühnerbouillon mehr drin. Okay, egal. Schwarzer Pfeffer, weil 12 Gramm. Dafür können wir jetzt das auch besser machen. 10, 11, 12. Salz auch 12. 10, 11, 12. Gerade ganz komisch gezählt. Von dem hier, Cayenne, Pfeffer, Pulver, Dings, 6 Gramm, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt fehlen uns wieder nur noch die Hühnerbouillon, Alter. Und ich weiß nicht, ob wir hier aus den Resten noch genug rausquetschen können. So, ich bin fertig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wir haben noch 2 Minuten 46 Sekunden. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich muss kurz stressen. Du hast dich gerade wieder instant gemutet. Ja, ich habe mich instant gemutet, Leute. Mir ist auch was passiert, aber ich habe es einfach so angenommen, weil ich dachte mir so von der Zeit her, ist das doof sonst. Scheiße, das ist ja leer. Och nein. Kann ich hier auch kaufen? Oh. Nein, ich habe das... Was macht der Spasti jetzt? Ich brauche Hühnerbouillon. Schnell. Mike, ich hoffe, du kommst dann gleich wieder. Und ja. Du wirst dann langsam fertig, weil ich habe Flüssigkeiten und da, bin bereit abzugeben. Und du hast nur noch 2 Minuten, wollte ich gesagt haben. Ach scheiße, Leute, nur noch 2 Minuten. Okay, Mischung. Neutrikt, mein King. Neutrikt, ja, ja. Okay, so, das passt jetzt einfach. Komm, Alter. Mach hier meinen GoPro, Akku hat nicht mehr so viel Prozent. Ich bin praktisch dabei. Nein, ich habe wieder nicht gemixt. Wo ist der Mixer? Oh mein Gott. Komm jetzt. Och nein. Es geht gerade alles drunter und drüber, Alter. Scheiße, Mann. Okay, so. Alles gemixt. Nicht mehr Leute. Ich finde die saure Sahne nicht. Noch, mein King. Und dann wird abgegeben. Also dann musst du am Knopf sein. Oh nein. Ach, hier ist saure Sahne. Ich habe das einfach nicht gesehen. Oh mein Gott. Okay, wie viel muss da rein? 150 Milliliter. Ach, scheiße. Egal. Kannst du jetzt schon mal abgeben eigentlich. Wobei, damit ist okay, der wäre schon. Ich weiß auch gar nicht, wie lange muss das jetzt eigentlich. Ein Moment, warte, ich entmute mich ganz kurz. Wie lange habe ich noch? 50 Sekunden. Ja, okay, chillig, dann geht noch kurz ein bisschen. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Und was ist dir passiert? Ich musste neu anfangen, weil ich habe vergessen zu mixen. Oder jetzt okay, die Sache ist halt so, weil, ja, es steht gar nicht drin, ne? Aber die Sache ist halt so. Ich war auch ready zum Abgeben. Okay. Ja, wir haben noch kurz Zeit, wir haben noch 30 Sekunden. Die ja, Sache ist halt so, bei mir hat er die Zwiebel nicht anerkannt, also die war im Topf, aber die lag auf einer Tomate, weswegen er sie nicht anerkannt hat. Dass sie ja, bei mir auch, bei mir auch. Und deswegen okay. Habe ich kurz neu angefangen. Ja, ich habe nicht neu angefangen, ich habe es so gelassen. Das ist das Problem am System, Leute. Okay, unsere Zeit ist um. Ich würde sagen, wir drücken jetzt auf Abgeben, oder? Okay, Gericht servieren. Servieren. Oh, noch auswählen. Okay, machen wir in den Schieber rein. Bewertung. Oh! Ich habe volle Punktzahl, bei allem. Bei allem?
Nein, ich habe nur 4 Sterne. Umsetzung, volle Punktzahl und Geschmackspunktzahl, Gesamtpunktzahl. Punkt. Nein, ich habe da nur 4 Sterne. Okay, erster Punkt geht an dich. Jawohl. Was hat denn für Gastgeschwerden? Zu viel saure Sahne? Falsche Menge an Produkt? Ach komm, Alter. Wie viel Menge hat... Ich hatte 306 Gramm auf in der Schüssel halt drin. Das hat ja, ich hatte gepasst. Ich habe irgendwie 480 oder so. Ja, oh, die Platte ist perfekt gepasst so. Und ich hatte auch nur 2 Milliliter mehr Sahne drin. Also das hat perfekt gepasst alles. Okay, ich würde sagen, auf an den Computer, Viking. Wie kann ich wischen? Ja, da musst du irgendwie komisch und derbisch lassen. Aber ich hab's auch gelassen. So. Okay. Und zwar, wo sind's als nächstes, Garnelen? Also das kannst gebratene du sagen. Knoblauchgarnelen. Ja, jetzt hast du schon geteasert, wow. Habe ich am Anfang schon. Da gebratene Knoblauchgarnelen, meine Freunde. Wir sehen hier, wir brauchen relativ viele Sachen. Das geht etwas länger. Boah, das geht wirklich länger. Egal. Okay. Das schaffen wir. Wir haben 15 Minuten Zeit. Ich belieb an mich. Und, oh Gott, Alter, ja, das wird jetzt... Ich würde sagen, ich mute mich wahrscheinlich. Du mutest dich. Du weißt Bescheid, ja. 3-2-1-0. Warte. Dann go. Und wenn ich, nachdem ich dann selber angenommen habe, starte ich den Timer. Okay. 3, 2, 1, 0. Bei mir funktioniert schon wieder nicht. Mein King, abbrechen. Ja, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Achso, ja, bei mir auch nicht funktioniert. Nochmal. Okay, perfekt. Du musst das, glaube ich, wenn man nicht auf das Rezept erst drauf geht, sondern der Auswahl bleibt, wo man das auswählen kann, hast du ja auch drunter diesen Bestellbutton, da funktioniert das gut drüber. True. Okay. 3, 2, 1, 0. Okay, hat funktioniert. Timer starten. Go, go, go. Okay, als erstes, Leute, als erstes holen wir uns natürlich Knoblauch. Schön 20 Gramm. Boah, Alter. 20 Gramm. Das heißt, zweimal Knoblauch, dann halbieren wir den in 2 Stücke. Hier kochen mit eurem Mindking, mit dem Profi, würde man auch sagen. Also sagen halt die krassen Leute. Die cool. Weil. Boah, geht das lange. Kein Ding für den King. Wir sollten jetzt aber trotzdem ein bisschen uns ranhalten. Okay. Genau, zu einer Pfanne hinzufügen. Okay, jetzt erstmal brauchen wir so eine geile Pfanne hier. Würde ich einfach mal nehmen, so eine Paella. Wie heißt das? Paella-Pfanne? Paella-Pfanne, okay. Jetzt brauchen wir Shrimps. Sind Shrimps? Wo sind Shrimps? Hier? Sind die hier? Ach, hier hinten, okay. Scheiße, wie viel brauchen wir? Ich nehme einfach mal ganz viel mit. Hauptsächlich nehme ich das auch in diesem Mixer-Ding mit. Okay, wie viele Shrimps brauche ich? 120 Gramm, okay. Das heißt... Oh, scheiße. Das heißt... Wir haben da drin jetzt. Die haben sich aber weggebackt. Ja, nice. Hä? Die haben sich aber weggebackt. Was ist das denn? Komisch, Alter. 20, 40, 60, 80, 100 und 120. Dann sollte das hier auf jeden Fall. Achso, die sind alle daneben gefallen. Na egal, jetzt brauche ich die auch nicht mehr. 30 Sekunden lang braten. Also, die gehen aber schnell. Okay, wir müssen ein bisschen früher aufhören, weil wir haben auch ein bisschen früher angefangen hier mit dem Timer. Ich wollte erstmal ganz kurz Butterschmalz. Dann hätten wir das schon. Was ist hier Butterschmalz? Alter, scheiße. Ich gehe ganz kurz zurück. Das reicht nicht. Ja. Ey! Okay. Oh nein, ein Shrimp hat's nicht mitgebraten. Och man, was ist das denn? Ach komm, scheiß drauf. Egal, ein Shrimp, das macht nicht so viel aus. Okay. Ist das nicht auch eigentlich gefährlich wegen, so Sardellen und so? Also, ich bin kein Profi, aber... Also natürlich bin ich Profi, aber... Okay, 30 Milliliter... Von hier dem Butterschmalz, Alter. Butterschmalz. Ich mach das mal normal hier hin. Sonst gibt, vielleicht brauchen wir das nochmal. Okay, frische Petersilienblätter. Kann ich den Knoblauch schon mal reinmachen? Ja, kommt auch rein, okay. So, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja kurz frische Petersilie. 6 Gramm waren sie, glaube ich. Stimmt, wir haben das hier auch. Das ist eigentlich echt praktisch. Frische Petersilienblätter. Wo gibt's denn die hier? Sind die hier hinten? Hä? Wo gibt es denn Petersilien, Alter? Hä, bin ich dumm? Das müsste. Nebensache. Zitronenpfeffer und Salz, okay. Egal, wir müssen halt danach kurz gucken. Zitronenpfeffer, wo ist hier Alter, da gibt's hier viel, oh mein Gott. Zitronenpfeffer, okay, let's go. Ich weiß gerade gar nicht, weil das ist ja frisch, steht ja hier. Frisch. Wo sind denn Petersilienblätter, Alter? Egal. Zitronenpfeffer kommt jetzt aber erstmal rein und das sind. Oh nein, nicht das Ganze. Nur 10 Gramm. So, das sollte reichen. Weg damit. Salz auch 10 Gramm. Das haben wir ja hier noch zum Glück. Ja, jetzt wird halt Petersilienblätter, ne? Ich dachte, die sind hier, aber. Scheiße. Bruder, hä? Bin ich dumm? Petersilienblätter, ne? Kann man die auch frische kaufen? Basilikum frisch. Ja, das geht. Okay, Petersilie. Als ob das hier nicht gibt. Also hier, Petersilie frisch. Okay, wie viel Gramm sind das? Wir brauchen ja 6.
Oh Gott, das sind zwei, okay. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir können doch so eine Box auch mitnehmen, oder? Mit E, genau. Dann nehmen wir eine hier hin, dann können wir hier immer einkaufen. Okay, nochmal. Jetzt haben wir vier, okay, noch einmal. Okay, dann das Ganze 20 Sekunden lang braten. Okay, dann stellen wir das schon mal ein. Da mal einstellen, zack. Als nächstes kommt dann noch mehr mit Würzen und so, aber das später. Okay, jetzt holen wir ganz kurz Zitronensaft, um das zu machen. Ich gucke immer an die Wand, weil die so weiß leuchtet. Dabei seid ihr ja mehr da, wo ich... Ja, genau. Es juckt niemand. Och Mann, Alter. Okay, 6 Milliliter. Oh, okay, wir lassen das beim 5. Ist, glaube ich, besser so. Okay, Cayenne-Pfefferpulver hatten wir ja schon. Genau, okay, da kommt auch wieder 6 Gramm rein. Okay. Okay, das Ganze kommt jetzt schon auf den Teller. Aber wir lassen es noch ganz kurz in der Pfanne. Ich glaube, da bleibt es länger warm. Wir nehmen hier einen großen Teller natürlich. Weil wir haben auch eine große Dingens hier. Als nächstes nehmen wir Brot. Träufeln es in Oliven und dann... Genau. Wieso ist eigentlich Brot hier im Kühlschrank? Ist Brot überhaupt im Kühlschrank? Nee, okay, ich nehme alles zurück. Brot ist sogar hier im Mund. Haben wir ein... Ah ja, wir wollten gerade sagen, wir haben doch ein Schneidebrett. Okay, eigentlich nur 100 Gramm. Okay, das heißt, wir müssen das dritteln. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ja, hat doch fast geklappt, okay. Träufeln in Olivenöl. Das heißt, wir holen kurz Olivenöl. Okay, jetzt kommt hier 10 Milliliter Olivenöl drüber. Jetzt müssen wir es in 20 Gramm Stücke schneiden, okay. Oh Gott. Das wird lustig. Wie viel sind das jetzt? 19, 22, ja, das passt ja perfekt, fast. Okay, jetzt die auch nochmal 30 Sekunden lang braten. Machen wir aber in einer einzelnen Pfanne, zum Beispiel in der hier. Bruder, geh weg doch vom Dings. Ah, danke. Okay. 30 Sekunden lang braten. Wir gucken einfach hier drauf, was die Pfanne sagt. Ist, glaube ich, besser. So, das reicht. Wir geben die erstmal auf den Teller einfach direkt. So, jetzt machen wir die Soße. Kont erstmal ableeren. Genau. Einfach auf den Tisch, das ist ja egal. Und jetzt. Ach, kann ich hier ein bisschen runterkommen, bitte? Wie mache ich das? Ein bisschen runterkommen. Egal, wir treffen ja einfach. Eigentlich. Wir haben so ein paar Shrimps einfach noch komplett roh sind. Aber egal, hier noch Petersilie oben drauf. Jetzt fehlt aber noch das Wichtigste und zwar dieser kleine Zitronenviertel. Der ist. Oh Gott. Der tut mir leid. Der ist auch fürs Auge und für den Geschmack natürlich sehr entscheidend, sehr wichtig. Dieses Etwas macht es dann noch aus halt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich labere. Okay, 80 Gramm Zitrone. Ein Viertel bitte. Okay, warte, das ist zwar 17. Wir nehmen 18, das ist besser. Auf den Teller geben. Und dann wären wir eigentlich auch fertig. Dann immute mich mal. So, ich wäre fertig. Was? Schon? Oh mein Gott, ich brauche noch ein bisschen. Aber wir haben noch kurz Zeit. Wir haben noch 4 Minuten 30. Ja, ja. Alles klar, ich räume hier mal ein bisschen auf. Ich glaube, es ist immer alles drauf, oder? Theoretisch, ich überlege mir gerade, wir könnten dieses eine Shrimp nehmen und es einfach noch ganz kurz anbraten. Aber ich finde die Pfanne nicht mehr. Ah, hier. Da ist sie ja. Okay. Ey, das ist voll schlau. Oh Gott, jetzt habe ich alles voll gespuckt. Wir wärmen das Shrimp jetzt einfach ein bisschen auf, dass es auch wie seine Artgenossen aussieht. Weil dann haben wir noch etwas Pluspunkte. Wieso steckt das Messer hier eigentlich im Tisch? Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? So ist besser. Okay, ich bin auch ready. Ich habe noch 3 Minuten gehabt. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Okay. Mir ist ein kleines Malheur passiert, aber ich habe nicht neu gestartet. Ich habe so weitergemacht. Mein Kind, bist du fertig? Ja, ja. Ach so, oh Gott, ich bin auch... Du bist noch gemutet. Ich habe mit dir geredet. Okay. Okay, 2 Minuten 52 Sekunden haben wir noch. Warte, ich will das kurz fotografieren für das Thumbnail. Ich würde dann abgeben. Ich würde sagen, wir geben jetzt gleich ab. 3, 2, 1, go. Abgeben. Abgeben, es fährt weg. Ich habe nur 3 Sterne. Was? Wo hast du nur 3 Sterne? Bei Geschmack? Ja, ich habe 1 Millimeter vom 4. Stern. Ach komm, was ist das denn? Umsetzungszeit hast du wahrscheinlich auch volle Punktzahl, ist logischerweise. Hä? Und bei Gesamtpunktzahl, wie fährst du bei Gesamtpunktzahl? Eben 3 Sterne, Umsetzungszeit habe ich auch 5. Guck dir das an, Alter, guck dir diesen Mini-Fitzen an. Ach, was ist das denn? Oh, warte, ich muss kurz auf Fullscreen. Als ob. Come on, dude. Nein, meine Facecam hat aufgehört. Ich hab der Soße auf den Teller gekippt. Nee. Das nicht. Okay, nee, hast du nicht gemacht. Ich dachte, das wieso? Gemacht. Aber bei mir steht bei Geschmäcker steht perfekt. Zitronenviertel, falsche Menge am Produkt. Ja, wow, weil ich 2 Gramm zu wenig hatte. Tut mir leid, Alter. Ja!
Hab ich auch, aber auch ansonsten starten. Temperatur perfekt, Geschmäcker perfekt, Zitronenviertel ja, ist falsche auch. Menge. Ich hab 3 Gramm zu viel Zitronen gehabt. Ich hab 2 Gramm zu wenig gehabt, aber wieso habe ich 3 Sterne weniger, wenn der Geschmack perfekt ist? Weiß ich nicht. Ach komm, scheiße, ich hab, Alter. Was ich krass finde, ich hab außersehen 30 Milliliter Olivenöl drüber gekippt. Oh, über das kommt ja mal mit hier. Ja, guck mal, wie es in meiner Küche aussieht. Ich nicht. Ja, bei mir doch auch. Hä, kann man die Bildschirme nicht mehr mitnehmen hier? Es geht noch voll aus. Oh scheiße, es geht voll. Pump, Mann. Okay, damit habe ich heute beide Punkte geholt. Ja, und nur Glück beim Zocken. Ich bin gespannt, Alter, wie deine Produkte aussahen, weil wir haben sie ja jetzt gegenseitig nicht gesehen von mir was anderen. Ich hatte Glück mit dem Brot, ich habe das genau so geschnitten, dass es einfach 2 Gramm zu viel waren. Funktioniert das denn? Na, Brot, weil man muss ja Brotdinger machen. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie deine Produkte aussehen. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Anschauen halt, Lulu. In deinem Video. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt von Ranking und mir, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, dass wir uns battlen beim Kochen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, würde ich auch sagen. Ciao, ciao. Tschüssi.